Hallo und herzlich willkommen zu einem Video bei Paulus Bluff Reviews. Heute mit einem Video zu Die City Cobra im berühmt-berüchtigten Cover A von Nameless Media. Ihr wisst ja, das wurde eingestampft, weil es viele Fehler gab und jetzt hatte man das alles korrigiert und neu aufgelegt. Und das Teil war richtig schwer zu bekommen. Zum Glück, dank an meinen Händler, habe ich eins bekommen. Und ich möchte euch das jetzt vorstellen. Ich glaube, zum Film muss ich nichts mehr sagen. Die City Cobra von George B. Cosmatos ist einer der berühmten Action-Klassiker aus den 80ern, die einfach wirklich drauf scheißen. Sie machen einfach das, was sie wollen. Also hier wird so übertrieben inszeniert und gespielt, dass es einfach nur eine wahre Freude ist. Also ist auch immer ein tolles vielleicht Double-Feature mit Kommando, also Phantom-Kommando mit Schwarzenegger. Das sind die zwei Filme, die für mich so für dieses hohle, geile Action-Kino aus den 80ern stehen, die einfach richtig reinknallen. Genau, der Film macht übelst Spaß, hat einen tollen 80s-Soundtrack und hat grandiosen Bösewichte. Und hier Stallone als Cobra ist an der, ist so hart. Also wenn man den Film heute sieht mit nüchternen Augen, denkt man, es ist eine Parodie, aber es ist keine, er hat es halt wirklich ernst gemeint. Und das ist richtig geil. Ja, ihr seht schon, das Teil ist sehr schön verarbeitet. Wir haben den ganzen Körper hier vorne in Hochglanz. Sehr schön aus. Das passt auch zu meinem Aufsteller, den ich habe von Cobra, den Originalaufsteller aus den 80ern. Und das war ja auch das Main-Bild. Es gibt auch noch zwei andere Cover, die zeige ich euch hier. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich nämlich dabei gedacht hat. Also das geht ja gar nicht. Das eine ist ein Screenshot und das andere ist mit viel Wohlwollen einfach nur zusammengeschustert. Ja, und ja, hier haben wir das Original Gewaltebild. Das ist absolut genial. Hier auch die City Cobra in Deutsch. Finde ich auch schön, dass man das gemacht hat. Und dann haben wir hier komplett ein schönes Rot außenrum. Hier oben haben wir die Logos. Und Sylvester Stallone auf der Spine. Und hier unten haben wir Nameless und Warner Brothers. Hier in Co-Produktion. Ist ein Repack der alten Blu-ray, also erwartet jetzt keine Qualitätssteigerung oder so. Es ist genau das gleiche, was ihr schon daheim habt, wenn ihr diesen Film schon auf Blu-ray habt. Selbst die DVD war schon sehr gut gemastert, muss ich sagen. Dann haben wir hier die Limitierung, 500 Stück. Ich habe hier Nummer 67, wie ihr sehen könnt. Und hier haben wir dann die ganzen Logos, noch Nameless und die Spezifikation. Ihr seht auch hier als extra haben wir Audio, kommen wir hinter den Kulissen. Es ist wie gesagt die alte Warner-Scheibe. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Auch hier sind sehr schön verarbeitet, nämlich typisch. Die sind natürlich wirklich immer sehr schön gemacht. Da gibt es nichts. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Da haben wir schon ein sehr schönes Totalbild hier, wo die Cobra ermittelt quasi. hier haben wir die Blu-ray. Sehr schön. Und auf der anderen Seite haben wir die DVD. Die ist auch hier eingearbeitet in so einem richtig schönen Bild. Das hat man schön gemacht. Also die Discs wurden auch neu gedruckt. Also da hat man sich schon angestrengt, das Repack so sexy wie möglich zu machen. Hier haben wir dann einen schönen Text. Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin, Selbstjustiz im Film. Ja, und dann geht es jetzt wieder typisch über die ganzen Ableger und Epigonen und ja, kennt man ja alles. Sehr schön. Wunderbar designt auch, finde ich, mit diesem Used-Look hier, Brigitte Nielsen, damals natürlich noch mit Stallone zusammen und George B. Cosmatos, der ja im Set sehr umstritten war, hat wohl immer das Maul aufgerissen, wenn Stallone nicht da war und dann, als er da war, war er ganz handzahm. Stallone ist aber auch eine harte Präsenz, mit der man kämpfen muss, aber George B. Cosmatos, einer meiner Lieblingsregisseure aus der Zeit, ein Film, der unbedingt in Deutschland auf Blu-ray erscheinen muss, ist Of Unknown Origin, Unheimliche Begegnung mit Peter Weller, also Robocop, auch ein grandioser Film, dann hat er gemacht Leviathan, ebenfalls mit Peter Weller und ja, einfach ein toller Regisseur, den es wieder zu entdecken gilt, den sollte man sich mal anschauen. Genau, das war es aber auch schon zu die City Cobra hier. Ihr seht, es ist ein sehr schönes Release geworden. Es ist nur schade, dass wieder so gering limitiert war und natürlich nur ein Repack ist. Für alle, die jetzt keins bekommen habt, kauft nicht aus Verzweiflung die hässlichen anderen Cover. Wartet, denn Play-On Pictures bringt den auch raus, denn die haben auch einen Warner-Deal und ich bin mal gespannt, ob da was gemacht wird am Bild und Ton oder Extras. Das werden wir dann sehen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und geht ins Kino. Ciao.